nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I could aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Patoom, patoom, patootie-toom. Oh! I wanna be loved by you just to nobody else but you. I wanna be loved by you. Harald, kommst du hier bitte? Schatzi. Come on over, honey. I wanna talk to you. Let's call him Frankie. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Patoom, patoom, patootie-toom. Thank you, sir. I'm sorry. I'd like to thank the band. Thank you. Thank you, boys. Weren't they fabulous? Will, Jan. Yeah. Bill Clinton. Bill Clinton called in while you were singing. Oh, I would have imagined so. Bill Clinton. Thank you, my darling. Hat angerufen. You may call me Marilyn. Sie dürfen mich Marilyn nennen. Marilyn. And I'll call you Und ich Sinatra. Nenne sie Sinatra. So, look at him. So wie sie aussehen, guckt sich das an. Dieses wunderbare rote Hemd. Der tolle Anzug. Sie sind ein Schatz. I would like to talk to you. I'd love to talk to you, Mr. President. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Now you. Me? No, you to you. Bill Clinton. To happy. Happy birthday, Mr. Bill. Happy birthday to me. Bye. Come. Genau, ich habe es vergessen, aber ich verstehe das schon. Wir brauchen das vielleicht gar nicht, dieses Plastikding. Sie sprechen ja Englisch. It's difficult. Maybe I miss Will you put it in my ear, please? Bitte in mein Ohr stecken, wenn es geht. Aber vorsichtig, vorsichtig. Ich weiß ja, wie Sie sind. Ah. Would you mind if I You may push it in. Should be ja, a little bit ruhig wet, hineindrücken. It would be easier. Ay, that was fabulous. Das war wahnsinnig. Bravo, Harald. Gotcha. Du siehst aus. And so do you. Gleichfalls. Yes, you do. Really, ja, seriously. Wirklich. Ernsthaft. Isn't he handsome? Sieht er nicht toll aus? I'm asking the ladies. Ich frag die Damen hier. Ein toller Mann. And he's hot. I mean, und ganz heiß. Heiß, heiß. Ja, yeah, sweat. Sweat, a little bit of wet. I don't believe it. Ich glaub's nicht. Schweiß macht sie scharf. So there you are. Haha, da haben wir's. Yeah. I have a sweat spray. Das nehme ich manchmal, bevor ich rausgehe. Artificial sweat. But that's very real. Sehr, sehr, sehr toll, Liebling. Ja? Yes. Du warst bei uns vor gar nicht allzu langer Zeit und trotzdem schien mir die Zeit so lang, in der wir uns nicht gesehen haben. Erzähl mir, was war in diesen dürren Wochen, als du nicht bei uns warst. Wo? Where have you been, honey? I have a new watch.
Duty Free Shop, Dubai. Besides the watch, abgesehen von der Uhr, die Hand ist wunderbar. Das wollte ich doch nur sagen hier. Ich war ziemlich beschäftigt, aber ich habe ja versprochen, ich komme wieder hierher und wir machen uns einen tollen Abend. Freut Sie das? Happy is not high enough. I'm electrified. Nicht hoch genug. Aha. Wo warst du? Where do you have been? Wo war ich? Ja, also. Acapulco, ja. Ich war Kopenhagen. Ich war in Kopenhagen, Kuba, in Spain, in Spanien, Germany, in Deutschland, in Italy, in anderen Orten, in Italien. Traveling a lot. Ich bin gereist. Und hast du überall gearbeitet oder nur Liebe, Wein, Sonne? Here he goes again. Schon wieder. Ich habe genau das gemacht, was sie immer machen. Ich arbeite. Filme. Right. In Kuba, genau, in Kuba haben wir einen Film gemacht, ich kann es selber kaum glauben, den fünften Teil von Fantagiro, das ist ein Kinderfilm. Und das war toll für mich. Ich habe nämlich mit einer ganz tollen deutschen Schauspielerin gearbeitet, Michaela May. Oh, beautiful, from Munich. Ja, genau. Und die war toll. Tolle Frau. Wir haben viel Spaß gehabt, und zwar beim Film und außerhalb, zusammen. Welche Rolle spielst du da in Prinzessin Fantagira? Die Hex, sagt man so? Ja, die Hexe. Ja, Hexe. Immer Hexe. Aber musst du da immer sehr das böse schauen? Schrecklich, weißt du. Immer Hex. Und wie spielt man eine Hexe? Musst du sehr böse schauen? Musst du irgendwie... It's too bad when we're ja, also wirklich, das tut mir leid, dass ich hier verdrahtet bin, sonst würde ich das gerne mal zeigen hier auf der Bühne, was ich da machen muss. Also was eine Hexe nur wirklich macht. Also ich mach's vor, Achtung. Come on with me. Komm mal mit. Will you stop it right now? Ja, sofort hinsetzen. Hinsetzen, habe ich gesagt. Hinsetzen. All the way down. Und zwar ganz nach unten. Weiter. Brille runter. Schuhe aus. Weiter. So geht's nicht. Alles raus, runter. Und sofort weg mit der Brille. Weg mit ihm. Weg mit Schaden. Das ist ja unglaublich. Sie dürfen aufstehen. Also das war nur die Probe. Sie können sich vorstellen, das ist unglaublich. Ich kann so vieles jetzt besser verstehen. Ja. Wir sind gleich wieder da, meine Damen und Herren, Brigitte Nielsen. Gleich nach der Werbung. Bis gleich. Brigitte Nielsen. Und unser großartiger Gast, Brigitte Nielsen. And Harald Schmidt, und Harald Schmidt, host. Unser wunderbarer Talk. Danke dir. Kein Applaus allerdings. Nein, so war es nicht gemeint. Du bist Dänin, bist du Fußballfan? Hast du die Europameisterschaft angeschaut? Of course. Aber natürlich. Und ganz ehrlich gesagt, hätten die Dänen sich etwas mehr angestrengt, dann wäre ich für die Dänen gewesen. Aber meine zweite Wahl war Deutschland. Deutschland ist meiner Auffassung nach in den letzten 20 Jahren immer wieder bewiesen, dass sie Nummer 1 in der Welt. Herzlichen Glückwunsch. Das sind... Schaust du Fußball jetzt nur unter sportlichen Gesichtspunkten oder schaust du als Frau und sagst, das ist ein attraktiver Spieler oder dieser Eils, den habe ich noch nie gesehen oder so? Ja, was meinst du? Ich glaube, dass du, so wie ich, selbst ich und ich möchte mich entschuldigen, dass ich nicht schwul bin, aber auch ich sage, das ist ein attraktiver Mann. Maldini von den Italienern oder Patrick Berger von den Tschechen. Also privat. Also ich brauche da eigentlich keine guten, tollen Männer, die toll laufen. Aber ich finde Fußball prima. Ich gucke mir das immer an, egal wer spielt. Italienisch, Portugiesisch, Englisch, alles egal, Deutsch. Ich finde es toll, ich finde es spannend. Ich finde, es ist eines der sportlichsten Spiele, die man gucken kann. Und sonst mag ich Formel 1 Rennen. Das finde ich auch ganz toll. Rennfahren und natürlich im Winter Skifahren. Hast du unseren großartigen Formel 1 Weltmeister, so viel Pech mit, ja, Schumi. Er hat so viel Pech mit seinem Ferrari. Das ist furchtbar. I should slap you. Ich soll dich schlagen her. He has Pech. Why not? He Warum has Pech. Nicht? He has Pech. Pech? Yes, unlucky with a red car. Yes, that's possible. Ja, vielleicht. Hast du ihn gesehen, seit du das letzte Mal bei uns warst?
Nein, ich habe gearbeitet. Aber ich habe das schon ganz gut verfolgt im Fernsehen, so viel ich über konnte. Aber ich glaube schon, und ich glaube, alle werden hier zustimmen, nicht weil er Deutscher ist oder so, der könnte Italiener oder Däne oder sonst was sein, aber er ist einfach abgehoben von allen anderen in der Formel 1, von allen anderen Fahrern. Nicht nur, dass er einen tollen Fuß hat, er hat außer einem tollen Kopf außerdem noch, und er lebt wirklich mit seinem Herzen im Auto. Deshalb ist er die Nummer 1. Dorian. Absolut. Er ist der Beste. Sag, ich habe hier, als du mit dem Fuß so sexy gewippt hast, gesehen, habe ich das richtig gesehen? Ist das eine Tätowierung? Yes. Ja. Oh. Ist das der deutsche Adler? Nein, das ist auf dem aber auch drauf. Das ist der deutsche, das ist der German Chicken. Nicht die alte. Der deutsche Adler. Der deutsche Adler. Der German Eagle. Natürlich nicht das deutsche Hähnchen. Jawohl. Also, das ist so ganz kurz. Ich erkläre, wie es dazu kam. Vor 4 Jahren habe ich mir diese Tätowierung machen lassen. Und damals waren es entweder Panther oder Adler. Wir haben das zusammen gemacht, mein Mann und ich in Dänemark. Die haben alle den amerikanischen Adler mit den roten Klauen und den Federn. Das ist mir zu auffällig, das mag ich nicht. Und dann haben wir die D-Mark gesehen, die deutsche Mark. Also die Mark, nochmal. Und dieser wunderbare kleine Adler da drauf. Und ich sage, der ist aber toll, der gefällt mir ganz einfach. Ein Adler, den mag ich, den will ich. Perfect. Und dann haben wir es so gemacht. Aber das war sehr schmerzhaft, tat wirklich weh.